Gegen was war das nochmal allergisch? Ui. Ach ja, stimmt ja. Draufhauen. Ja, die altbewährte Funktion Aufschlag. Oh, also heute nichts, ne? Komm her, du Buschkänguru. Ipi, das Buschkänguru. Das wäre erledigt. Jetzt muss ich nur noch zum Tresor. Es brutzelt sogar noch. Man muss vorbereitet sein. Das? Springpaste fehlt mir. Dazu brauche ich dafür auch eine Springpaste. Oh, Scheiße, da kannst du davon auch nur so wenig mitschleppen. Sein wird, falls da nicht noch mehr auf uns lauert. Weil als richtigen Kampf hier vorne kann man ja jetzt nicht zählen, ne? Das wird so einfach. Hui. Danke fürs Tür aufhalten. Die gleichen Alarm? Dann war das wohl Hernan. Das muss der Tresor sein, der in den Daten erwähnt wurde. Jetzt kann ich ihn bestimmt öffnen. Ich sollte das mobile Deckungssystem suchen. Hört sich an, als könnte es noch hier sein. Zumindest habe ich jetzt den Prototyp. Wenn ich die Daten verwende, die Genders gefunden hat, könnte ich sogar etwas damit anfangen. Er will wissen, was hier passiert ist. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Das Land war auf Regen gefasst. Oh, ich war wirklich sehr unspektakulär.
Ich habe mir jetzt noch mehr Drucker vorgestellt. Okay, sie hat noch nicht die Daten etc., ne? Aber jetzt so die Aktionen. Ja. Ja, das bin ich selbst was aufgeführt, definitiv. Was für Viecher groß geworden, ne? Ist ja so groß. So creepy. Ich hab keine Wunder, dass die Menschen verloren haben. Nicht so weit. Einmal noch dran. Jetzt sind das war jetzt irgendwie so. Ja genau, es war genauso spektakulär wie das Einfügen der Unterkais. Oh. So, ich habe jetzt das Teil geborgen. Yay. Da muss man sagen, da war es im ersten Teil ein bisschen aufregender bei manchen Sachen. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Ja, das war jetzt wirklich so. Ich kann euch noch nicht zähmen. Noch nicht. Eieiei. Hey, trotzdem, was kriegen wir daraus? Mobile Deckung. Kann ich dann so ein Schild vor mich hinwerfen? So, ja, so wie Newcastle? Ich hab Bock. Muss ich wirklich da lang? Ah, ich kann da nicht klettern, oder? Ja. Ach, versuche es halt. Ich kann bis nach ganz oben klettern. Ich hab da nicht so ein großes Interesse, mich jetzt mit dem Muschkänguru schon wieder zu fighten. Immer wieder den Nicht-Straßenweg, ja. Ihr wisst ja, ich halte mich da ja so ungern dran. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt schon wieder einen Bug gefunden? Ich laufe recht. Ihren Anführer loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dann zurück. Ach, du Scheiße. Hi. Ich will nur mal dran vorbei. Ich komme auf euch zurück. Erstmal wissen, was diese mobile Deckung ist. Guter Donnerkiefer, braver Donnerkiefer. Du kannst vom Glück reden, dass ich nicht mit Maus und Tastatur spielen kann. Ja, komm, Psychozicke. Komm schon. Jetzt gerade auslaufen, hätte ich wenigstens ein bisschen schneller. Nö. Warum? Sind wir gleich da? Ich wollte nicht Horatio rufen, sonst stirbt er mir wieder. Vor allem, weil da ein Donnerkeeper war. Lasst mich durch, heiß und fettig, Dante ist da. Du bist zurück. Du hast was gefunden, ja? Komm schon, rück endlich raus damit. Es ist schwer zu erklären. Bitte, ich will,
einfach nur möglichst viel verstehen. Definitiv keine Tablettabdeckung. Die Alten trugen hier heftige Kämpfe gegen Maschinen aus. Manche flohen. Andere blieben jedoch, um das hier zu retten. Damit andere weiterkämpfen. Überlebten sie? Also, scheiterten sie. Es ist jetzt in den Händen der bekanntesten Kriegerin des Sonnenreichs, oder? Und mit jedem Relikt, das wir finden, gedenken wir ihres Erbes. Bei der Ausgrabung waren keine Maschinen, also ja, ich denke, das ist wahr. Ich brauche das Tablett und deine Werkbank. Ich muss das erst bearbeiten, bevor ich es benutzen kann. Aber natürlich, Retterin. Das ist das Mindeste. Möge die Sonne dich führen, wie auch du uns geführt hast. Das okay, was brauchen wir alles dafür, um das herzustellen? Was auch immer? Warte, bis das die Gelehrten... Ja, leider Mann und Söhne. Wird mal fertig. Echter Stolperfalle. What the fuck? Was ist denn das für ein böses Drecksding? Die Kombination aus Technologie der alten Welt und der Handwerkskunst der Nora. Diese Waffe wirft Schilder ab, die explodieren, wenn sie genug Schaden absorbiert haben. Alter! Das ist ja mega böse! Ich höre den Haut brauche ich noch. Es ist. Ja, Feder. Gänsefeder. Peter, Alter. Wir gehen in die Geschichtsbücher ein. Probieren wir es aus. Ja, ich hab zu tun. Anricht passiert nichts Interessantes mehr. So, Scheiße. Hab ich das jetzt hier irgendwie drin, oder? Darum stoß. Dann ist es im Inventar. Oh! Da ist er ja! Auf dem Piepsch noch eins, da ist er ja. Das ist endlich meine Stolperfalle. Oh, herrlich. Spule. Auch schön, dass du noch aufwerten können. Endlich habe ich's. Was für ein Scheiß, nur einmal aufwerten und dann Rollrücken Hammerschweif. Also Rollrücken, da haben wir zwar irgendwas, aber und schon wieder dieses Beutelgewebe vom Rollrücken. Ich könnte schon wieder kotzen. Aber hin. Das ist ein bisschen stärker. Ich habe meine geliebte Stolperfalle. Einige Stolperfallen können Schilddrähte abfeuern, um einen Energieschild zwischen zwei Punkten zu erzeugen. Das Schild blockt alle Geschosse oder Explosionen ab, kann aber keine physischen Angriffe abwehren. Aktiviert der Schild? Ja, ist klar. Er gilt also auch für mich, wenn ich drauf schieße. Okay. Ey, wie cool. Ich hoffe, dein Dach ist verbrannt. Ich hab endlich meinen Dinger wieder. Yeah! Die Mission hat sich gelohnt für mich. Das ist geil. So. So, ihr Banditen, auf euch komme ich jetzt zurück. Welche Richtung? Ich muss doch eigentlich soweit alles, was ich habe. Also den Donnerkiefer, der nervt mich hier.
Lauf, Zicklein, lauf! Ja, dass man den Donnerkiefer aber auch so lenken könnte, dass das er das alles platt macht, ne? Wobei, der scheint aber auch nicht ganz normal zu sein, ne? Er sucht irgendwas. Das war schon mal der Herum. Jetzt verschwindet schon. Die hat sich aber schnell beruhigt. Oh, fuck. Irgendwie ist das Böckchen voll im Arsch. Wohl, doch nicht den Kopf getroffen. Mist, verdammter Dreck. Aber hey, sie ist jemand, der immer wieder gleich aufsteigt, ne? Ah. Ups. Voll verrissen. Mann am Boden oder Frau? Oh fuck. Sah grad so gut aus. Meine Zielkunst echt für den Arsch. Hä? Bin ich gerade ein kleines Flattervieh? Ein Rebellen-Außenposten. Ich muss ganz, den Anführer da verhindern, dass sie noch mehr Schaden anrichten. Das ist easy peasy. Müssen die eigentlich alle Helme tragen? Was hast du da drüben gesehen? Eine Spur von irgendwem. Verderben wir irgendwie den Spaß. Das ist, glaube ich, der Anführer dort. Ist noch nicht wieder zurück. Die schwerer habe, ja. Bin ich voll gemein. Oh, mein Kopf. Sichtkontakt, da drüben. Ja, klar, du weißt schon, dass ich hier bin. Ich wette, sie nutzt das Gras als Deckung. Jo, die jagen sich ja da hinten selbst in die Luft. Wir müssen sie finden. Schnell jetzt. Legen wir los. Und hier? Ich bin immer so lauffaul. Achtung, ich glaube, sie versteckt sich da drin. Teilen wir uns auf, dann schaffen wir mehr. Die wollen sich verstecken? Was hast du da drüben gesehen? Auf sie! Du machst es schon wieder, genau. Huh? Auf sie. Huh? Sie sind noch misstrauisch. Wollen wir mal nicht drüber reden? Das sind definitiv Angestellte, die nicht gerade gesegnet sind mit IQ. Aber okay. Naja, das nennt man Leichenstarre. Die ziemlich schnell eingesetzt hat, aber egal.
Nicht mehr. Mist. Ich sollte nach Marken suchen. Ich glaube, er ist tot. Also kann man den Helm von den Anführern nur von hinten abschießen? Nur noch einen. Und der Typ. Das ist auch toll, ne? Wir haben einen Anführer und kriegen das nicht mit, dass der tot ist. Sie mochten ihn nicht. Oh, schade. Er hat einen Helm auf. Keine Munition. Ja, macht nichts, er ist tot. Ja, man muss sagen, jetzt habe ich gerade wieder vernünftig getroffen. Hat er war sehr unbeliebt. Boah, wenn dieser Donnerkiefer sich bewegt, ne, dann denkst du auch, der steht gleich neben dir. Ja, komm her, Hörnchen. Komm. Okay. Ah, ist hier. Dann wurde auch nochmal gemacht. Ein Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss. Ob der Schlüssel diese Truhe öffnet? 100%ig? Marken. Ich sollte sie Duka bringen, wenn ich kann. Ja, wir sollten so vieles machen. Zu vieles. Und doch gar nichts. Mann. Aber sehr schön. Da haben wir doch erstmal wieder einiges erledigt für heute. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Denn ich bin erstmal raus für heute. Ciao, tschüss und bye, bye.